Wenn Sie jetzt sagen, das bringt Sie um den Schlaf, wenn Sie so einen neuen Job vor der Brust haben, würden Sie sich dann nicht vor Herausforderungen, vor internationalen Herausforderungen dann noch mehr fürchten vielleicht? Oder so sehr fürchten, dass Sie sie lieber ausschlagen? Nein, du musst ja immer weitermachen. Es geht ja darum, dass du an dir wächst und darum kämpfst. Es war ja nicht am Anfang im Theater leicht und dann kämpft man sich durch und es ist auch hier nicht leicht. Man muss immer gucken, weil wenn man irgendwas Schlechtes macht, dann schreiben die Leute und das kriegt dann gleich auch jeder mit und dann denkst du, boah, und das muss man aushalten können. Es ist jetzt nicht mehr so schlimm, aber natürlich bin ich aufgeregt. Ich denke, ah, wie mache ich das? Und dann ist der erste Drehtag meistens und dann geht's wieder. Aber das ist gut und diese Aufregung ist wichtig, weil sobald Routine zum Einsatz kommt, bist du schon am absteigenden Ast. Das ist das Tolle an dem Beruf, du stehst immer wieder von vorne da. Es gibt kein Rezept dafür. Deswegen kann jeder Mensch Schauspieler werden. Wenn er ein Talent ist, kann es. Es gibt kein Rezept dafür. Wenn ich es hätte, würde ich es verkaufen und würde einen Haufen Geld machen wahrscheinlich, aber es gibt es nicht.